Am heutigen 11. Februar 2024. Wir haben es Viertel nach 10, 22:17 Uhr. Passend pünktlich zur Pre-Game-Show des Super Bowl. Oh, jetzt muss ich eben nachrechnen. Super Bowl 58. Herzlich willkommen an einem wunderbaren Sonnabend. Wie man so schön sagt. Und wie gewohnt auch heute wieder mit klapprigen und mit Löcher durchsäten Internet. Heute wieder mit ganz vielen Abbrüchen und Lags dabei. Davon lassen wir uns nicht beirren. Ich habe mir heute passend dazu, weil die gleich spielen hier. Sind das nicht die? Das sind die Chiefs, ne? Ich habe mir passend dazu heute das Trikot der Chiefs angezogen. Das passende Baseball-Trikot. Die werde ich später unterstützen. In circa 2 Stunden geht's los. Der Super Bowl 58 startet. Kann man live gucken auf RTL. Geht bis morgen früh 5 Uhr. Aber Gott sei Dank ist morgen Rosenmontag. Was meinst du? Das ist gar kein Chiefs-Trikot. Das ist ein Basketball-Trikot oder was? Und das sind die Bulls. Chicago Bulls. Ah, das ist gar nicht dasselbe wie die Chiefs. Oh, sorry. Falsche Sportart dann. Sorry, bin ich nicht ganz so begabt. Ich dachte mir, rot ist rot und ziehe einfach ein rotes Trikot. Ich hätte auch Manchester United-Trikot anziehen können. Hätte wahrscheinlich auch niemand gemerkt, wahrscheinlich wäre es auch nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, das geht so durch heute. Naja, gut, ich habe halt kein Trikot von den Chiefs. Habe ich gedacht, komm, ziehst du dir eben rotes Bulls-Trikot an. Wird schon keiner merken. Jetzt ist das doch aufgefallen. Was eine Scheiße. Na gut, ich bin gespannt später auf den Super Bowl. Ich werde ihn mir anschauen. Vorher haben wir noch einige Sachen zu erledigen in einem anderen Spiel, wo es auch um den Ball geht. Der ist aber nicht so eiförmig, sondern er ist wirklich rund. Fußball. Die klassische mitteleuropäische Sportart, die unheimlich gerne geguckt und gespielt wird. Fußball, nicht Football, kommt auch so langsam, wird immer populärer, auch in the good old Germany. Aber das nicht, wir spielen Fußball, den klassischen Fußball. Das ist übrigens das Spiel, wo der FC Bayern gestern so schlecht drin war. Das werden wir heute machen, und zwar in den Champions Finals. Da sehe ich mich. Wir haben das ein oder andere Pack mit dabei und schauen wir mal, wo uns der Abend noch so hinbegleitet. Ich denke mal, dass wir ein bisschen Musik hören werden. Zwischendurch haben wir tolle Künstler mit dabei. Ja, wir haben auch heute tolle Künstler dabei. Natürlich. Und leiten somit den Abend des Super Bowl 58 ein. Die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs. Gleich in 2 Stunden. Jetzt. Jetzt schon die Haare zu Berge, wenn ich sehe, was an einem Sonntagabend, gut, die Leute, wenn die morgen frei haben, die werden alle im Internet hängen, ne? Die hängen allesamt, hängen die im Internet ab und scrollen auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok hoch und runter und gucken sich wahrscheinlich tolle Kurzvideos zum Super Bowl an. Und dementsprechend kann es gut sein, dass einfach wahrscheinlich heute wieder alles überfordert ist und alles überlastet ist. Was eine Scheiße. Mann, ist das ärgerlich. Herzlich willkommen auch an dich, Kolben 1306. Hallo, schönen guten Abend. Grüße. Kolben, morgen auch frei? Fragezeichen oder einfach so ab Karneval feiern? Alaaf. Morgen auch frei? Und wenn ja, ich glaube, es ist ja, du guckst ja auch ab und zu mal auch zu, also ich weiß nicht, ob im Fernsehen, aber ich habe gehört, zumindest in echt, da gibt es eine tolle Mannschaft in Paderborn, ich weiß nicht, wie die heißen, aber da gibt es auch eine tolle Football-Mannschaft. Die, habe ich gehört, wird sich ab und zu mal live angucken. Ich habe mir die noch nie angeguckt, was ich eigentlich noch machen müsste. Aber ich habe mir tatsächlich, ich habe morgen frei und werde mir das gleich, habe ich ja schon alles gesagt, anschauen. Den Frühdienst, beziehungsweise dass ich morgen früh aufstehen muss, das habe ich mir Gott sei Dank
so eingeteilt, dass ich das nicht machen muss. Wäre ein bisschen eng geworden, ne? Bis 5 Uhr das zu gucken und dann sagen wir mal so um 5.30 Uhr schon wieder aufzustehen. Das wird zeitlich dann einfach ein Ticken zu eng. Das haben wir, das würden wir nicht schaffen. Die Paderborner Dolphins, das sind sie doch. Wunderbar. Ist eine coole Mannschaft. Auf jeden Fall. Habe ich mir sagen lassen. So. Jetzt mal eben ein paar Packs öffnen, die wir uns irgendwie. Keine Ahnung, durch was erspielt haben. Ich glaube, einfach im Grundspiel haben wir uns das erspielt. Die Dolphins. Ja, das ist scheiße, ne? Na, einfach. Ach, das ist genau die Scheiße. Wen habe ich da? LZM. Als linken ZM. Das ist Kimmich. Joshua Kimmich. Das ist eine super Karte. Also, was heißt eine super Karte? Ich habe den normalen Kimmich immer schon sehr gerne gespielt. Und musste natürlich, weil er mit Fonzie Davis einfach gut passt, habe ich den natürlich auch mitgenommen. Also, okay. Ist eine gute Karte. Ich spekuliere natürlich darauf, dass er noch ein bisschen besser wird. Ob das klappt beim FC Bayern? Dank der aktuellen. Ich sage jetzt mal leicht die Schwächephase. Kann man mal ein bisschen kritisch sehen. Kimmich wird wild. Ja, ich weiß nicht. Das war erstmal. Also ein Unentschieden reicht ja. Also Unentschieden oder ein Sieg gegen Lazio am kommenden Mittwoch. Das Problem ist. Ja, eigentlich gibt es kein Problem. Eigentlich sollte es gegen Lazio kein Problem geben. Das ist eine sagen wir, mittelklassige Mannschaft in der Serie A. Da sollte es eigentlich kein Problem geben. Aber irgendwie macht der FC Bayern manchmal ein bisschen mehr raus, als notwendig ist. Siehe damals, Villarreal. Hat man sich auch gedacht. Sollte eigentlich kein Problem sein. Hier denkt man, das Ergebnis brauchen wir jetzt nicht nochmal erläutern, was da rumgekommen ist. Das kann man so sagen. Habe letztens noch einen Eigentum gemacht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei dem Eigentum wahrscheinlich etwas rumgekommen ist, sonst würde man das ja nicht so sagen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass in dem Eigentum ein Spieler drin war, die Mannschaft verbessert. Nochmal verbessert. Mannschaft war ja drin, oder? Ist was rumgekommen. Das wird sich spannend dann. Wenn da was rumkommt. Borja. Borja Iglesias. Meistens sagt man das ja nicht so, also wenn man ein Icon pickt oder auch irgendwas macht, aber der ist nicht rumgekommen, dann erwähnt man das auch einfach nicht. Hab letztens Kaffee gefunden. Da ist er gekommen. Ja, komisch, ey. Komisches Gespräch. Tja, jetzt die Frage, was ist da bei mir gekommen? Ich meine, die hat mich gerade auf den Pick. Ja, lass mal hier so Glücksfisch oder Winter Wildcard. Ja, machen wir mal. Ich will eigentlich nur loswerden. Wir sind ein Spieler loswerden. Dann können wir bei Tablet weitermachen. Na, schwierig. Verdammt schwierig. Aber Teambewertung. Ja, okay. Wir können uns das jetzt gleich mal angucken. Sobald ich die Internet stabilisiert habe und wir das hier abgeschlossen haben, dieser SPC. Lassen wir mal bei Kalitos weitermachen. Ich habe letztens übrigens auch ein Pack gezogen. Ich habe ein Pack gezogen. Ich glaube, war aus den Rewards von. Aus der Liga. Von Division Rivals. Die Rivals Rewards. Da war Ehe drin. Hat mich richtig gefreut. War auf einmal blau, dachte, oh, Totti nochmal verlängert worden. Nein. War Niki Süle. Jo. 1,95 groß, ist ja schon mal ganz gut. Mittel hoch, auch in Ordnung, 3 Sterne Skills. Julinho. Ja, gut, Dortmund, die können ja noch ein bisschen, die können ja noch ein bisschen zulegen. Ne? Die können ja auch nochmal gewinnen und so. Gucken wir uns jetzt gleich einmal an. Zeller könnte auch noch ein bisschen besser sein. Oscar brauchen wir wahrscheinlich eigentlich nicht mehr. Einen Moment bitte. Was brauchen wir eigentlich? Ein 87er Team, ne? Niklas Hühl ist ziemlich stark. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob der an Virgil van Dijk und Rio Ferdinand vorbeikommt, aber gefreut haben wir uns. Vielleicht ist ja der Spieler aus dem Eichenpick auf einem ähnlich guten Niveau wie Niklas Süle. Wollen wir es hoffen. Der auch so ein hohes Niveau hat.
Also schwierig, schwierig ranzukommen an diesen tiefen Siebe. Na, passt dann Peter auch noch ein. Peter. 6 nach. Oh, guck mal, das passt sogar. 6 nach. Passt tatsächlich. Lass uns mal noch ein bisschen nach unten schrauben. Ganz leicht aber nur. Dann muss der X-Mana raus. Grimaldo. Unheimlich starker Linksverteidiger. Grimaldo ist so ein Linksverteidiger, den Bayern hätte gebrauchen können, tatsächlich. Grimaldo ist ein. Der spielt unheimlich stark auf. Das haben wir gestern wieder gesehen. Der spielt mit dem Weltklasse Stiefel auf der Linken. Von den großen Bahnen. Liegt nur! Der läuft überall rum. Im ZM. Kals mal auch auf rechts ausgewichen. Lief immer so bei unterm Radar. Bei Sporting oder Benfica. War auch gleich bei Benfica, ne? Bei Benfica Lissabon liegt er immer so ein bisschen unterm Radar. Aber unheimlich starker Typ. Wirklich ein guter Junge. Ach, Riese brauchen wir eh nicht, oder? Nein, Riese brauchen wir nicht. Gut, gib das ab. Hier, komm, weg damit. Riese ist auch eh. Aber wenn wir den spielen wollen würden, was kostet der? 50.000, komm, hau weg. Weg, 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 weg. Hau ab damit. Ich frage mich, wann endlich mal die Glasfaserleitung freigeschaltet wird. Das frage ich mich jeden Abend. Freundschaftsspiele. So, wir gucken uns einmal eben an. Nanox, einfach nur Nanox. Wo auch immer der Name wegkommt, ich glaube, es war ein Stift oder so. Nachdem dieser Club genannt wurde. Kim Bam. Kimmich, Mbappé und Am. Also Hem. Peter Cech und Johann Treu. Also, das war jetzt ein Icon-Pick oder waren das mehrere Icon-Picks? Also ich sag jetzt mal, Hem ist auch gezogen, Anzahl der Besitzer 1. Johan Cruyff ist gezogen. Anzahl der Besitzer 1. Dann haben wir jeden noch irgendwo. Da unten aber Banks sitzt da. Hat schon gewundert. Spiel den MAP. Auch gezogen. Anzahl der Besitzer 1. Und der Clou an der Sache ist, den sieht man ja jetzt gar nicht, weil man keine 2 MAPs da auf die Bank stellen kann. Aber wenn man es können würde, 2 MAPs oder zweimal denselben Spieler auf die Bank zu setzen, könnte man das hier sogar machen. Ich glaube, da ist noch ein Mbappé im Bein. Ist das richtig? Richtig? Ich glaube, der 92er PUTM liegt auch noch irgendwo im Bein rum. Matthai De Ligt auch noch gezogen. Auch das ist ein ziemlich stabiler Typ. Eboli gezogen. Schmeichel gezogen. Saka. Zanetti gezogen. Di Natale gezogen. Ballack war doch ein SPC. Sterling auch ein SPC. Maldini. So, immerhin, den hat er gekauft. Mensch, dass er den nicht gezogen hat. Brian Zaragoza, den habe ich auch vor. Als SPC. Evolution abzuziehen. Ich glaube, der geht auf eine 90 hoch, ne? Die Neuverpflichtung von FC Bayern, Brian Zaragoza Martinez. Den gucken wir uns mal an. Ist so ein ähnlicher Spieler, glaube ich, wie Ribéry in den jüngeren Jahren. Auch ein 70 groß. Der kriegt bestimmt noch ein paar mehr Spezialbewegungen. Der kann auch bestimmt noch ein bisschen besser skillen. Wenn er fertig ist mit seiner Evo. Ramirez auch noch gezogen, wenn ich das nenne. Ich glaube, das ist ein absoluter Abräumer. Ja, also das ist schon ordentlich, ne? Wenn ich jetzt nur die Statistik mir angucke, ich hätte wohl ein bisschen was drauf haben. Ist hier fluid. Johannes. 32 Spiele. 32 Tore. Aber hier ist mal ganz im Ernst. Ich glaube, der Brian Zaragoza wird nicht an der MAP vorbeikommen, oder? Es ist eine brutale Offensive. Mit Mbappé, mit Kroll und mit Hem. Was ist das denn? Wenn er verteidigt, wenn er den noch irgendwie rausmachen kann, kann es irgendwann langfristig als Goldkarte. Weil Gold. Van Dijk ist halt immer noch so gut, dass wenig andere Special-Karten dabei
es. 503 Spiele, 400. 87 Tore. Warum hat er so viele Vorlagen? Der hat 78er Passwert, der Kerl. Wie kann er so viele Vorlagen haben? Also, das sind gute Statistiken. Ich muss sagen, ich habe mit Lever auch ähnlich viele Spiele und ich glaube auch ähnlich viele Tore, aber Lever kommt bei den Torvorlagen nicht dran. Obwohl Lever eigentlich sogar einen besseren Passwert hat. Aber Lever kommt an den Torvorlagen nicht dran. Das ist krass. Wie kann Morientes auch so gut sein? Also, das ich hab noch nie was gehört von dem Kerl. Also sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Ich glaube, wen hast du nochmal als irgendeine Totti-Karte war es, ne? Eine tradable Totti-Karte, das hab ich auch gezogen. Und dadurch die Münzen aber sag ich für Maldini. Wie viel haben wir mit Lever? Wir haben. Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Die Statistik ist auch gut von Robert. Ich mag den ja auch gerne. 688, 665, 288, aber guck mal, der kommt überhaupt nicht ran mit den Vorlagen, wo der 85er Passwert hat. Aber Spiele Tore ist in Ordnung. Vorlagen hinkt ein bisschen hinterher, aber ist auch in Ordnung. Und ja. Man wird weiß auch nicht. Kehr, für mal die. Ja, also. Techlack war schon immer, glaube ich, vorhanden. Oder? Ich glaube, dass das Techlack nicht immer vorhanden war. So, ich komme wieder in den Verein rein. Ich glaube, wir haben unter anderem so Packs von 10x380 bekommen. Kann das sein? Maldini sehen auch wirklich so gut wie die Karte aussieht, weil vieles hängt von den Rätseln ab. Ja, ist ein bisschen ruhiger. Schnell, dann kommt man. Hast du schon mal sowas wie K oder Lever gespielt? Weil die könnte ich mir ähnlich vorstellen. Die sind ja auch ähnlich groß und K nochmal einen Tick größer, wahrscheinlich auch nochmal einen Tick unbeweglicher. Aber ich finde, das sind ja auch die beiden Stürmer, die wir in ein paar verschiedenen Teams. Auch mit der Dame, ich finde beide Stimmen schon sehr gut. Was wir uns jetzt noch so ein bisschen ausgeguckt haben, ist Carlos Tevez, auch als SBC. Ist ein ganz anderer Spielertyp, nur 1,72 groß. Mit dem musst du nochmal anders umgehen, da kannst du nicht mal so einen hohen Ball reinspielen, da wird Carlos Tevez nicht so viel mit anfangen können. Schauen wir dann mal, wenn es soweit ist, wenn wir Carlos Tevez an den Verein haben. Auch in einer Mannschaft mit denen umgehen. Also Kane, trotz ist auch mit seinen 2 Playstyle Plus. Ich finde Kane auch unheimlich stark. Es sieht auch wirklich stärker aus, als die Karte erstmal angibt. Der macht halt jeden Ball rein und hat einen unheimlichen Ballkontakt. Und sein First Touch als Playstyle Plus, der hat sehr viele Abschlussspielstile von diesem Gold, aber einfach vor allem. Kane ist wirklich sehr gut. Oh. Kane ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich versuche die Beine mal ein bisschen abzuschließen. Einfach mal ausprobieren. Shaw. Mit Luke. Linda. Shaw. Linda heißt. Nur so jemand raus. Kane ist auch wirklich super cool. Aber trotzdem wird er wahrscheinlich vorne an Mbappé, an Ham und an Cruyff nicht mehr vorbeikommen, weil er eigentlich ein Millionenspiel. In der Offensive, die er gerade lernen wollte, die macht Millionen. Zwar Upgrade, aber trotzdem. Nuri Garcia hat mal bei Manchester City übrigens gespielt und da kommt jetzt wieder das zu tragen, da gibt es so eine Manchester City Akademie. Eric Garcia ist jetzt ausgeliehen an Girona. Girona gehört zu so einer Man City Group, wo Spieler, die eigentlich Man City gehören, hin verliehen werden. Die haben so ein paar Vereine um sich, unter anderem gehört Girona in der La Liga dazu, wo die Spieler hin verleihen können, da sammeln die Spielpraxis. Das ist wie so ein Vertrag. Wie die Red Bull, das Red Bull-Vermächtnis.
Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, Red Bull New York, wo auch immer wieder Spieler hinverliehen werden. Siehe Emil Forsberg. Von Red Bull Leipzig nach Salzburg gegangen. Ähnlich ist es mit City und ein, zwei anderen Vereinen auch. Die Rune gehört auf jeden Fall dazu. Das freut mich. Ja, meine Bayer? Also Kane kann ich auch immer nur empfehlen. Sonst ist es schwierig, weil du kannst entweder in die ganz oberste Schublade greifen, Mbappé, Haaland und Co. Aber so dazwischen gibt es auch wenig, muss ich sagen. Es gibt Kane, es gibt Lever, die haben wir auch. Sonst gibt es wenig, was mich ja auch so anspricht. Da in So, lass uns mal 10x83 Pluspack öffnen. Die waren letztens eigentlich immer ganz gut. Das ist Trent. Habe ich von Arnold. Den Doppelwalkout mit. Gregor Kobel. Ja, das passt direkt so. Einfach den Ball wegschießen und dann komme ich an. Dann Gregor. Ach ja, was soll man machen? Ich kann nur mal kurz nach dem Internet gucken, aber ob das heute noch mal besser wird, wage ich auch ganz gleich zu bezweifeln. Ich schaue mich mal eben um im Serverraum. Einen Moment bitte. Sieht soweit eigentlich fast in Ordnung aus. Aber ja, das ist mal ein Spiel machen. Spielnummer, ich glaube, es ist erst das 9. Wir haben Gott sei Dank morgen noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja heute Nacht noch beim Football gucken noch ein bisschen Zeit. Vielleicht auch noch das Spiel nebenbei zu spielen. Vielleicht wird es hier diesmal zeitlich nicht wieder so eng, dass wir bei 9 Siegen wieder aufhören müssen, einfach weil wir keine Zeit mehr haben. Dann können wir einfach mal wieder Standard 11er mitnehmen. Wäre auch für den Verein und für den Club und für den Kopf vor allen Dingen mal wieder wichtig. Ganz, ganz wichtig wäre das. Für Nummer 1 gegen Arminia Bielefeld mit Eusebio, Modric und Co. startet genau. Jetzt. Schalten. Rodrigo. Bobby Schalten. Okay. Dann nicht. Wir müssen was halt sein lassen. Was soll ich machen? Dribbelt sich durch, schießt aufs Tor und geht raus. Warum können solche Spiele eigentlich nicht trotzdem zugunsten der Mannschaft entschieden werden, die gerade einfach Zeit verschwendet hat? Für die einfach gerade ein Time-Waste stattgefunden hat. Für mich zum Beispiel. Das ist bestimmt 2 Minuten meines Lebens verworfen dafür. Spiel reingegangen, Spiel gespielt, Spiel abgebrochen, Spiel wieder verlassen, einfach rausgehen, jetzt mit dem Menü. Das kostet alles Zeit. Wo kriege ich die wieder? Nie. Ist verloren, ist weg. Das ist hier. Das ist ja Multi. Oh, Beliebt. Oh. Cool. Number 4. Virgil van Dijk. Maldini Alaba. Thierry Henry. Donnel Mahle. Cody Lima. Der ist jetzt nicht wirklich mit dem Ball jetzt ausgelaufen.
beziehungsweise konnte nicht kontrollieren. Ja, das ist so ein bisschen ein Nachteil beim Lorente. Der hat Probleme teilweise mit dem Ball umzugehen. Das klappt nicht ganz so gut. Bei Marcos Llorente. Das kann er nicht so gut. Nola, Lorente, starke Pini nachgesetzt. Da kommt so langsam immer besser rein, ne? Die klassische 6er Position jetzt als Abräumer vor der Viererkette. Das macht ja mittlerweile wirklich Sinn. Wir haben uns dran gewöhnt, wir mussten auch erstmal ein bisschen klarkommen mit Josh. Und ich denke mal, dass wir, wenn wir den auch mal jemanden rausnehmen sollten, wieder aus dem Team und mal wieder eine andere Doppel 6 spielen sollten, dass wir uns wahrscheinlich wieder dran gewöhnen müssten, wenn Kimmich dann wieder auf dem Platz steht. Aber wenn man dann mal weiß, wie das funktioniert mit Joshua, dann weißt du auch was dich erwartet und kannst dich auch oder funktioniert verlassen. Ich weiß das von David Alaba. Henri gegen Davis, beide absolute Oberklasse in Sachen Tempo. Henri Davis! Lewandowski ist vorne, die Flanke ist gar nicht schlecht, Maldini. Ball links raus auf Martinelli. Das von Ilaima gut geblockt. Von Ribéry. Nächster Mann Antoine. Das kommt nicht durch von Fonsi Davis. Der fehlt jetzt hin. Kimmich macht meistens sehr zuverlässig dann auch diese fehlende Position. Egal wo es dann ist. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger macht er dicht. Weil er halt irgendwie seine Position hält im ZDM. Und selten sich mit vorne einschalten, das sind die Afrika-Jobs-Aufgabe. Oder natürlich auf der anderen Seite einfach nicht dran. Da ist der Alaba. Ich wechsle ihn ab und zu mal als Left-Back, als klassischen Linksverteidiger ein. Der macht auch da seinen Job etwas sehr gut. Der passt sogar am besten Fall in die Position als Linksverteidiger, wobei er da halt ein paar Defizite im Tempo hat. Muss man auch sagen. Also für die Startaufstellung an sich hat er das leider nicht. Ich finde, Davis da echt nur die Nase vorne an. Und da ist er schon wieder. Fonsi, Davis. Palafox, Ribéry, nochmal rüber. Maldini ist da. Ja, genau das kann er wahrscheinlich. Ziemlich gut, dieser Maldini. Bälle vom Tor fernhalten. Hauptaufgabe. Von Paolo. Ah, toller Ball, Griezmann und Ungolori ist ziemlich schnell wieder unten. Lewandowski setzt nach, wieder Griezmann. Bei Frau Ribéry was, der den Ball aufs Tor bekommt. Wieder ist Lori ziemlich schnell in der Ecke. Aber der Abschluss war auch einfach zu schwach. So kannst du keine Tore schießen. Da müssen wir teils einfach wirklich noch eine Schippe drauflegen. Und genau diesen Abschlüssen. Toll von Lewandowski, sich den Ball da zurückgeholt, aber da muss auch mehr kommen, da müssen wir diese Fehler ausnutzen. Ball rechts raus auf Salah und Alaba. David. Total gut. Da merkt man, dass der in einer Traumzeit als Innenverteidiger spielt und das ist ziemlich gut. Ball auf Lewandowski. Ja. Nochmal links raus auf Conti Davis. Mit Griezmann mit. Von die Leine. Das war nicht gut für mich. Oh, das war nicht gut. Der wird den, genau. Der wird
den Alaba lassen. So ein guter Freistoßschütze. Jetzt schon wieder an. Was macht er denn da? Wieder kriegen sie den Ball nicht raus. Wo ist Lorente? Conny Leimer am Tor vorbei. Der Ball auf Thierry Henry. Boah. Das ist ein Ball, den man haben kann, Lorente. Aber gut geblockt von Ferdinand erstmal. Kimmich, souverän. Und der ist wieder unter Druck. Nächster Fehler. Ecke. Leute. Kein gutes Spiel. Keine wirklich gute erste Halbzeit, das muss man auch ganz klar so sagen. Wir haben uns wenig Chancen irgendwie rausgearbeitet und es hat alles in allem nicht gut funktioniert. Was wir uns so vornehmen und was so unsere Gedanken sind, die wir vorstellen wollen. Natürlich grün ist einer noch ein privat auch schon gemacht. Da ging das etwas besser von an und etwas lockerer und etwas flüssiger als das jetzt hier. Ziemlich stockendes und ziemlich zähes Spiel. Vielen Fehlern auch wieder hinten raus und Spiel auf dem Spielaufbau. Genau. Viel zu einfach. Wieder Konrad Leimer. Nächster Eckball. 50 Minuten, Kimmich mit der Ausführung. Gefährt De Jong. Nächstes von Ribéry. Jetzt vielleicht mal ein Konter. Kimmich muss mitmachen. Vorne mal Griezmann mit. Der kriegt den Ball. Hat doch Griezmann super gespielt. Griezmann mit der Schuss. Und Hugo Lloris, ja. Schiebt sich hier für die kurze Ecke. Das war vielleicht der Fehler. Oh Mann! Was macht die denn da? Jetzt gibt's die Kontergelegenheit, David Ginola. Und da ist das Ding. Aus unserem Eckstoß! Das kann nicht wahr sein! Oh mein Gott, was macht Frankie de Jong? Das war im Ansatz einfach schon eine katastrophale Ausführung wieder von dieser Ecke. Einfach dermaßen schlecht.
Abseits. Wo war das Abseits nicht so da? Ja. Da war wieder auf Davis. Nochmal Davis. Und Lewandowski geht zu Boden im 16er. Dann voll. Kein Foul, wird weitergespielt. Überprüft werden kann es nicht. Wir haben weder einen Kölner Keller noch einen VAR. Und daher bleibt die Entscheidung bestehen. Wieder Davis da rausgezogen. Das hat man gerade schon mit der Runde. Nein. Nein, 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 nein. Die muss sich auf jeden Fall was ändern. Formwechsel, wieder Griezmann, der auch gar nicht drankommt. Und Jala und Kane können sich bereit machen. Boston und Normas gegen. Doppelbox. Jetzt gibt es das Foul mal von Maldini. Lewandowski raus. Kane kommt rein, Musiala kommt rein. Und ich glaube, von Fonzie Davis, dem geht auch die Pumpe. Auch den nehmen wir raus. Was machen wir mit De Jong? Lass uns noch einen Moment auf dem Spielfeld. Alaba macht ein grundsolides Spiel da als Linksverteidiger auf der gegnerischen Position. Hat auch dieses Tor hier vorbereitet. Das ist eines der großen Stärken. Von Fonzie Davis halt nicht nah genug dran am Mann. Und dann fällt halt genau so ein Tor. In die Situation wie gestern in München, beziehungsweise in Leverkusen gegen München. Alaba. Er ist gut gespielt. De Jong. Und da ist Frau Gregory. Bei Alex Morgan. Wird dann auch rübergespielt. André ist unser. Bin hier runter wieder auf den schnellen Franzosen, aber von Teig setzt sich wirklich gut. Oh, wir stehen sogar absolut nah dran am Mann und kriegen mir die Füße nicht rein. Wir stehen im richtig doll auf dem Fuß, kommt trotzdem nicht am Ball dran. Es gibt nur einen Freistoß, es gibt keinen Meter dafür Freistoß und Rot, Alaba an die Latte. Wir haben noch eine Minute. Das kann nicht wahr sein, ey. Irgendwie eine Minute nach dieser Sicherung. Thank you.
Was eine Niederlage. Wow. Aber dieses eine Tor, was wir da. Kannst du da auch einfach nicht. Das kannst du da auch einfach nicht passen. Ja, das wird es mal. Von daher jetzt mal rausnehmen. Oder können wir. So. Hätte auch gut ein Sieg sein können. Wir uns einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Aber wir haben. Kann es sein, nicht wirklich. Rodri als Top-Team. Ist ein ganz normaler Sechser. Ja, der Beste, okay. Ich weiß es nicht, was hier los ist. Kann es wirklich sagen. Das Internet geht einfach regelmäßig weg. Wir haben einfach regelmäßige Abbrüche und regelmäßige Hochladen. Ist halt jeden Abend dasselbe. Jeden Abend dasselbe. Oh, nichts dran machen. Lewandowski, macht er das stark und Salah! Kimmich, sauber. Angespielt im 16er Drehung, Abschluss. Simpel und einfach. Ja, und Trent, der defensiv immer wieder nicht gut aussieht. Der mag offensiv seine absoluten Qualitäten haben, das ist vollkommen richtig. Der hat aber defensiv immer wieder Probleme. Ne? Da wenn man dann die richtige Stellung spielt, zu finden und. Das gefällt mir echt gut. Alaba. Lewandowski. Wieder Lever zum 2-2.
Tomaski lässt sich auf viele Positionen auch mal nach außen fallen. Fällt mir wirklich gut, was Robert da macht. Immer wieder auch anspielbar. Die gesamte Mannschaft. Ähnlich wie Erik Jenes auch oftmals bei uns macht. Und dann zum 3:2, also jedes Mal, wenn er tatsächlich vor das Tor kommt, liegt der Ball auch im Netz. Da werden wir dann einfach ziemlich eiskalt ausgekontert. In diesen Situationen. So gefallen. Und wieder runter. Wieder das Tor. 4:2. So schnell geht's. Also die Abschlüsse sind brutal präzise. Ziemlich fest und geschossen. Es gibt da nichts zu halten für Matt Andreas Degen. Wir müssen vorher schon unterbinden, bis wir zum Pass kommen. Das können wir nicht. Wir fallen nicht weiter. Vielleicht aber noch König. Es können alles besser. Es können die alle besser. Es können die allesamt besser. Alle elf Punkte, die auf dem Platz gehen. Können besser Fußball spielen. Machen wir aber nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hinten raus solche Pässe spielen. Das kann nicht wahr sein! Ey! Was ist das für ein Aufbauspiel? Du spielst zwei Pässe, der Ball ist weg! Die pennen! Die sind so langsam. Alle. Gedanklich so weit hinten dran. Ein Alaba, da kommt ein normaler X-Pass durchgespielt. Ein normaler. Und trotzdem ist Bobby Charlton wieder vor David Alaba am Ball und kann auch noch einnetzen. Und das war wahrscheinlich jetzt der Schlusspunkt für Pause. Wir sind 5:3 Treffer in den USA. Baby, was sie an die Bluetooth-Box? Ja, und da die sitzen.
ich weiß, was ich brauche. Will mir nicht. Du weißt nicht, was es ist. Bluetooth-Box, Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Danke, Ron! Wo haben wir das gesungen? Das geht auf jeden Fall in den Spotify-Podcast von Jan Böhmermann und Marc-Oliver Schulz, heißt er so? Weiß ich nicht, mir auch egal. Jetzt hören wir ein Lied von you die. You wanna go. You wanna go. You wanna go. You wanna go. Until you die. Ooh, ooh, yeah. Dance for me, baby, I'm gonna dream. Ooh, yeah. Dance for me, baby. Wait. I'm in the
you da. Dankeschön, Lili Wong und Luciano. Nice. Arrived. So, wir arriven jetzt in Richtung nächstes Foot Champions Final Spiel. 5 Siege, 5 Niederlagen, eine absolut durchwachsene Statistik dank der letzten 2 nicht ganz so erfolgreichen Spiele. Jetzt haben wir wieder gewechselt. Wir haben Mary Kate vorne in die zentrale 9er Position reingepackt. Das hat meistens doch irgendwo noch mal ein bisschen mehr Pep und Elan mit sich gebracht. Tatsächlich spielen wir teils mit Harry Kane vor dem Sturm doch etwas besser. Harry Kane, Griezmann und los geht's in Spiel Nummer 3 am heutigen Abend. Dann doch schon wieder. Ich habe noch keine, dann sind wir einfach. Gut für Kane und dann braucht er halt zu lange für den Upload, mal wie ich das auch gut zu. Das sind so die typischen Sachen, braucht man halt einfach. Ja, es gibt die Ecke, weil wieder Stegen und Van Dijk, dass ich einfach ganz unschlüssig sind, wer geht dran, wer bleibt weg, wer macht was und dann behindern die sich einfach gegenseitig. Der Ball liegt im Tor aus. Das macht Salah ziemlich gut. Nochmal gegen Maldini, der geht robust dazwischen. Zumindest den Einbruch rausgeholt. Gut und weit geworfen. Für Salah gehen wir in der Mitte gewesen bei der Mitte. Sorry, vor mir mit der Vorlage, das geht einfach zu gut aus. Genau in sie dann. Das war der Abschluss. Maldini war noch dran. Hat zumindest mal etwas flotter vorne gespielt. Relativ schnell, da merkt man schon auch, ja. Es geht was, aber es geht noch zu wenig. Kane mit links und rein in die Maschen. Oh, da geht doch was. Da geht doch was. Und das ist der absolute Vorteil bei Harry Kane. Egal ob rechts oder ob links, toller Schuss. Richtig gut, wohl auch mit der Mittelseite. Wieder sofort das Anschlusstor zum 2-1, weil wir hinten raus den Ball in den gegnerischen Fuß einspielen. Zum 27.000 Mal in diesem Moment. Wir haben die Hälfte aller Gegentore genauso gebricht. Also im Spielaufbau ist das eine Katastrophe, was Ferdinand und Van Dijk da wirklich machen. Das kannst du da erzählen. Es gibt auch keine Tore, wirklich nicht. Geht auf keine Tour. Und Laurent Blanc verteidigt da hinten wie der letzte Gladiator alles weg. Irgendwie
braucht ihr nur noch Quelling. Aber das schafft der nicht, weil Dorf sich da so reinlegt und zeuglich. Das sehe ich bei unserem Spiel einfach nicht. Das sehe ich. Ballverluste und dumme Aktionen. Mehr sehe ich nicht bei einem 3 Millionen Innenverteidiger Van Dijk. Diese Rasur. Ich habe dazu die Frage. Wir spielen ja nicht nur mehr im Flächen Fußball, aber definitiv ist es jedes Mal aufs Neue einfach die Leiche. Wir kommen dann nicht raus mit dem Scheiß Gegenstand. Wenn der Ball auf Harry Kane, wird zu lang sein. Und kein Harry Kane ran. Nein, Salah, ich erwarte mir doch einfach mehr. Lizarazu ist auch kein großer Linksverteidiger. Da kannst du auch mal ein Kopfball gewinnen. Aber du musst auch mitmachen, du musst auch reingehen ins Duell. Und nicht da stehen, als würdest du auf den Bus warten. Das geht nicht. Laufen, richtig, genauso laufen. Vorne, Ball auf Kane und Abschluss. Immer etwas. Boah, es sind zu große Lücken da hinten. Warum sind die da? Meine Güte, nee. Das Ding ist, du kannst auch an der Taktik fallen, was du willst. Morgen sind diese Lücken absolut gar nicht mehr da. Da spielen wir wieder eine herausragende Stiefel hinaus. Es ist so Tagesform, wenn man auf Platz. Taktik mit einfach nur rausstellen, funktioniert. Und dann macht das nicht alles. Einfach nicht zu nehmen. Das war aber kein Spaß, wenn man sieht, wie wir hier Fußball spielen können, mit so Potenzial. Weil es ja ein Tag hofft in einer Tagflop. Schon wieder so reingesetzt in den Winkel da oben. Ich bin doch nicht in Ordnung, aber so machen wir das nicht. Das ist nicht so. Okay, vorne reingehen. Das war jetzt nach. Und da war lange Badmüll. Und zwar ganz entspannt in den Arm. Ohne Stress. Thank you.
bekommen jetzt mehr Sicherheit. Wir bekommen jetzt etwas mehr Kontrolle. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wirklich gut. Und das ist die nächste gute Gelegenheit. Dudek ist schon wieder zu schnell draußen. Okay. Kimi, bleib dran, sauber. Gut gemacht, mein Junge. Tolle Flagge, auf gehen! Boah! Nochmal hoch. Und es gibt! Tolle Doppelchance. Kimi, mit der Ecke für Virgil, der steht super an den Posten. Dudek die Katze. Fischte das Ding da wirklich noch an den Pfosten ran, ey. Wirklich noch an den Pfosten ran. Gimmick. Und nochmal der lange Ball. Und Ribery gegen Cafu. Gegen mehr Kontrolle über das Spiel. Nachteils. 70 Minuten jetzt gespielt. Wir wechseln auch nochmal durch. David Alaba kann sich bereit machen. Davis hat aber sogar noch ein bisschen was im Tank. Nur dann lassen wir noch drin. Wenn es so ist. Nein, dann lassen wir nur drin. Wir bringen Fede Valverde, wir bringen aber auch Carlitos Tevez für Kane vorne. Schau mal, ob das funktioniert mit den beiden. Der Vorlage von Carlos Tevez. Der Trip. Und das ist ziemlich überredet. Erster Ballkontakt, sofort der Assist. Carlos Tevez, und der ist super gespielt. Carlos Tevez auf dem Weg zu seinem ersten Tor. 5:2. Carlitos. Toller Pass von Mo Salah, und Tevez ist ziemlich abgezockt da vorne. Da ist ein Ding. Noch ein! Der kriegt noch ein! Doppelpack Tevez. 6:2. Tor. Zu Tor, bitte. Ganz, ah, gut nachgesetzt von Carlos Tevez. Der hat nicht locker lässt, immer weitermacht. Da liegt der Ball tatsächlich im Tor. Bitte gerne. Wir lehnen uns noch einen Moment zurück. Oder auch nicht.
verständlich. Kontrollieren uns gründlich, aber werden nicht fündig. Ja, sie sagt, sie will mich sehen, weil sie kann mich nicht vergessen. Und sie fragt, ist das für immer, doch ich kann sie nicht versprechen. Und ich komm in Doppel-G und sie kommt in ER7. Sie hat so viel zu erzählen, jedes Mal, wenn wir uns treffen. Ja, sie sagt, sie will mich sehen, weil sie kann mich nicht vergessen. Und sie fragt, ist das für immer, doch ich kann sie nicht versprechen. Und ich komm in Doppel-G und sie kommt in ER7. Sie hat so viel zu erzählen, jedes Mal, wenn wir uns treffen. Miss Jackson, nicht das Lied von Outkast, das können wir auch hören. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I've been for real. Ja, gibt's auch, aber das war die deutsche Rap-Version. Vielleicht ist sie ja sogar inspiriert von Outkast. Mag alles gut sein. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ja, ja, Flick. Hansi oder was? Flick? Florian Flick. FF. Ja, flotte Florian. Flotte Florian, Hansi Flick. Florian Flick und Hansi Flick. Ich glaube nicht, dass die verwandt sind. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Doppel 85 plus seltene Goldprofi. Oh, das ist eine Karte, die Special ist. In Form Maher. Maher. Und dahinter ist kein anderer Warfall. Das heißt, zwei normale 85er, die hier drin sind. Ach du Scheiße, nee. Ach du meine Güte, nee. Und Daily, ich fass es nicht. Was war so als Rechtsverteidiger, als Rightback, wenn man das spielen konnte? Tanzero haben wir auch schon mal getestet. Das wäre dann eine gute Alternative, ja. Die ganze Rechtsverteidiger gesund von so liegen haben. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht.
Zumal 1. Ich brauche nicht drüber reden, aber wir haben es gesehen, dass es wieder im Aufbauspiel hier. Da kommt erst zu Griezmann und dann weiter zu Kane. Dann ist er nicht okay. Aber ich kann nicht etwas nehmen wieder. Das dauert wieder zu lange, bis Kimmich den Ball da durchspielt. Das darf nicht wahr sein, ey Jungs. Wir lassen uns teilweise so den Schneid abkaufen, weil wir einfach gedanklich und mit den Beinen einen Schritt zu langsam sind. In jedem verdammten Spiel. Das darf nicht wahr sein. Und wieder Aufbauspiel, wieder so ein Ding. Selber da hinten reingelegt. Und von da selber weitergeleitet. So viel Ruhe. Ich muss heute wieder sagen, ich bin froh, wenn der Abend vorbei ist, weil es macht viel Spaß hat. Zu sehen, wie die irgendwie aufdrehen, ist tatsächlich das Wort. Tut mir leid. Macht doch mit, können Sie reden. Sie macht es nicht mit. Dann bricht irgendwann die Hälfte den Laufweg ab. Verstehe ich. Und zwar hier hinten Salah. Griezmann, da kommt der Ball wieder gar nicht hin, holt sich den Ball zurück. Kane, Abschluss. Ballerangermann, auf die Ecke. Und Kimmich. Noch von Sie Davis. Und du bist da. Mann, das muss es doch sein. Wieder Hugo Lloris. Ich glaube, mein Schwein pfeift, ey. Ein Dijk aus der Drehung. Wir wechseln ja auch mal. Wir
spielt dann auch mit Rubin. Das machen wir gleich. Einfach mal so. Wir so oft, wenn wir gegen Rubin spielen, ist das einfach brutal stark, was der Rubin wieder macht. Interessant. Ich will das auch sehen. Keine roten Zahlen hier? Nee, will ich nicht sehen. Ich will das auch sehen, was Zubelowi da macht. Will ich auch sehen. Bei uns im Team will ich das sehen. Will ich sehen. Internet! Hallo! Hallo? Hallo? Ist nicht zielführend, dass ich mich hier mit guter Laune, mit halbwegs guter Laune hinsetze abends und mit schlechter Laune hier rausgehe. Das ist nicht der Sinn und Zweck des heutigen Abends oder auch von vielen anderen. Nicht. Ausdrücklich nein. Der nächste Scheißpass. Das ist super. Das Ding war 1A. Super. 1A. What the fuck? Das Ding war 1A. Sauberer Fußball. Jetzt sind wir wieder da. 3:3. Der gibt den Weitschuss noch mit an Harry Maguire, tropfen gelassen von Kane und wieder rein in die Masse. Das ist das nächste gute Ding. Jetzt geht's aber los. Jetzt haben wir mit diesem kleinen, feinen Doppelfest aber richtig gut gemacht. Warum haben wir das nicht schon von Anfang an gemacht? Genau so. Frag ich mich, ne? Warum nicht? Oh, Ribéry! Was denn jetzt? Jetzt gibt's Geld für Hugo Lloris und den wahrscheinlich Strafstoß. Genau so ist es. Kane gegen Hugo Lloris, die kennen sich aus Tottenham! Und jetzt steht's 5:3. Was ist jetzt hier passiert in den letzten 15, 20 Minuten? Ganz andere Mannschaft. Ganz andere. Auf einmal läuft's richtig gut. Auf einmal läuft's spielerisch richtig, richtig gut. Natürlich macht das jetzt taktisch klug, unterbindet jetzt erstmal den Lauf. Muss er auch irgendwie. Muss jetzt erstmal einen Break schaffen, erstmal eine Pause hier reinbekommen, erstmal nochmal neu sortieren, nochmal neu durchatmen. Ganz
anderer Fußball, den wir hier sehen. Hier, guck dir das mal an. Boah. Ja. Das ist die Mannschaft, die ich immer sehen will. Genauso, genauso pissig, genauso spielfreudig. Das ist Weltklasse, auch noch vorbeigelegt am Verein. Zum 6:3. Mit 3 Toren Vorsprung führen wir auf einmal die Spiele. Und holen uns tatsächlich. Boah, ey. Ist das brutal. Also da hinten raus war das ein Zug, der nicht mehr aufzuhalten war von unserem Team. Und da sieht man mal, was für ein Potenzial wir haben. Wie gut wir eigentlich spielen können, wenn wir es wollen. Mit sogar 6 erwarteten Toren, mit 182:80 Pässen, mit 62:38% Ballbesitz. Das sind Statistiken, die überragen völlig. Und wie gesagt, da sieht man das mal, wie gut wir eigentlich Fußball spielen können. Das kann das Team, das kann diese Mannschaft. Wir wollen es oft nicht, wir machen es oft nicht. Hier, das ist ein Kontakt, immer weiter, immer weiter, immer weiter und irgendwann steht er einer frei vom Tor, das ist dann Ribéry. Wer es ist, scheißegal, aber irgendwann steht er einer frei vom Tor, da haben wir genug Spieler. Ein Kontakt, sehr schnell weitergespielt und wieder rüber, da war dann unglücklicherweise Havertz dazwischen, trotzdem steht wieder einer im Rückraum, Griezmann nimmt den zweiten Ball, lange Ecke, wo der Keeper nicht steht, rein. Und wieder, nach dem Abwurf, da, von De Jong. Doppelpass Kane, Salah, wieder lange Ecke mit einem starken linken Fuß oben rein. Das ist da sau stark. Das war ein Vorspiel, ne? Davis geht hier aber super auf die Grundlinie. Auch hier kann er sein Tempo absolut nochmal ausspielen. Kriegt den auch noch rübergelegt, aber war nicht mit vollem Umfang im Aus. Ribéry, der muss eigentlich hier nur den Fuß verhalten. Ich weiß nicht, warum er den nochmal annimmt. Er muss eigentlich nur den Fuß verhalten. Und dann gibt es glücklicherweise das Foul. Weil dann erst am Pfosten oder an der Latte, der wäre sogar nicht mehr reingegangen, wenn das hier kein Foul ist, ja? Und hinten raus nochmal ein Dirty Harry. Und was für ein Dirty Harry. Guck mal, wie der da vorbeigeht. Und mit links rein. Das war wirklich ein Dirty Harry. 7,7. Glaube ich. Ja, 7,7. Das ist gut. Machen wir doch noch. Dann holen wir uns noch ein, zwei. 70.000, das können wir uns aber kaum. Lars Wild wahrscheinlich. Und dann die Siege, schön. 3,10 nochmal. Geil. Na guck mal, wir diesen. Man kann sich immer mehr holen. Immer mehr holen. Das ist nicht geil, aber das will man. Wir haben letzte Woche mal 1-2 Siege mehr geholt. Oder generell über die ganzen Wochen von der 1 Dinge mehr. 35 werden absolut drin. Aber das wollen wir nicht. Und wie jetzt den mal wieder bunt. Mittelstürmer, Benzema. Mit Double Walkout, Bernardo Silva. Ein letztes Spiel machen wir noch. Kanté, Nkunku, Bernardo. Fast einen Full Premier League Pack. Wenn Kanté noch spielt, würde. Schade. Hätte auch genauso gut da bleiben können bei Chelsea. Dann haben wir morgen nämlich 7 Spiele noch übrig. Das ist machbar. Kriegen wir alles hin. Das, was wir gerade zum Schluss hier gespielt haben, das war überragend. Ey. War richtig gut. Das war richtig top. Richtig gefallen hat mir das. Super. Super, toll. Den Applaus an die Spieler.
Bravo, Van Dijk, Mbappé vorne mit Ronaldinho gezogen. Das ist schön, das freut mich für ihn. Bellingham. Aber auch kein guter Schuss mit Leeds. Na, guck mal da, nach 3 Minuten ist sofort mal richtig weit offen. Schade, aber gute Idee. So kann man Situationen lösen. Genau so kann man sich da rausspielen. Salah mit ein bisschen Glück vielleicht, ne? Schön abgesetzt. Salah ist wieder den Ball mitbekommt. Eigentlich sollte sich da jemand anders von dran. Diesen Fall hier fehlen. Hätte ich glaube ich jetzt einen 10er-Platz gehabt. Hat nicht gemacht. Ball kommt durch auf Griezmann. Nicht ganz. Ist geplant, dass er kommt. Mourinho, Graham. Und dann ab jetzt mal ein Tor. Und das wäre für viele auf dem Weg. Lücke aufgemacht. Das ist nicht gut. Kommt nochmal rein. Tolles Tor. Das ist halt auch Harry Kane, ne? Der liegt hier, naja, das ist einfach genau der Körper.
Klasse für Konter. Ist ja gar nichts. Raus, immer wieder Platz für Bonsi. Im zweiten Ball dann nie gut gespielt, der Davis. Da ist Ribéry, Van Dijk im letzten Moment wieder dran. Platz für Graham. Oh Mann, ey, ich bin nicht. Ich bin mich da nicht hinterher. Es fehlt dann einfach ein Spieler, wenn wir gewisse Sachen nicht zustimmen können. Aber stark halten wir mal gerade das Ding. Ziemlich gut gemacht. Davis ist fast aber vorne anzutreffen. Und das ist doch. Super Flanke. In der 6 sind wir wirklich gut mit der Mischung. Für die Tiki-Taka, weil sie klappen eben nicht gut. Ich habe das kleine Trick verlassen, das haben wir vorhin besser gemacht. Dann tut er auch nochmal hochgehen. Weiß ich nicht. Geh nicht. Auf den vorne. Oder auf Salah, so frei! Oder Alisson! Das gibt's doch nicht, ey. Mann, nein. Tja.
Achso, Van Dijk, sorry. Nee. Über 3 Meter so ein Pass. Aber das spiegelt sich auch im Spielaufbau. Die ganze Zeit wieder. Der spielt nur schlechte Pässe. Hier heute. Macht nicht viel richtig, Van Dijk. Defensiv, ja, mag ein absoluter Brett sein, aber. Bei der Spielaufbau, das ist. Sorry, das ist auch nicht so gut. Nochmal rüber, Salah! Rein in die Maschine zum 3:2. Wir haben noch ein paar Minuten. Knockout, ich glaube, wir sind finished, Leute. Da kommt nicht, Mann. Absolute Katastrophe. Diese Fehler. Nein. Ein bitterer Abend. Das ist kein schöner Abend. Und jetzt sind wir auch nicht. Danke, Abend. Gute Ballstaffetten sehen. Zu wenig, es reicht nicht. Es reicht halt nicht. Es haben wir zu wenig gesehen.
Wir handeln uns nochmal eine Niederlage hinten raus ein, das hätte man sich auch schenken bzw. sparen können. Jetzt hätte man so Schiffer sein lassen können. 7-6. Ja, 4 Siege wären schon gut, wenn wir die Bohnen holen würden aus 7 Partien. Das ist so alles machbar, das ist alles möglich. Ich werde mich bestimmt privat nochmal hinsetzen und das ein oder andere Spiel versuchen zu gewinnen. Morgen Nachmittag und schauen, ob das dann klappt. Und jetzt werde ich meine 7 Sachen packen. Ich muss nämlich noch einen Super Bowl buchen. Die Chiefs gegen die 49ers, San Francisco gegen Kansas City. In exakt 20 Minuten, 21 Minuten geht's los. 21 Minuten geht's los. Wir haben 0:09. 12:30 ist Anstoß. Gucken wir uns gleich an. Gott sei Dank habe ich morgen frei. Ich will da trotzdem dabei gewesen sein, auch an einem weiteren Abend, der mich nicht hundertprozentig mit Spaß erfüllt hat und mich nicht hundertprozentig abgeholt und mitgenommen hat. Das ist leider so, je länger dieser FIFA-Teil, je länger dieser Fußball-Teil draußen ist, desto ja, mehr nimmt der Spaß dann leider auch ab und desto mehr von diesen Abenden haben wir. Dann gibt es so Nebenbaustellen mit Internet und hier und da nochmal einen anderen Fehler. Ist immer schwierig. So ein bisschen Abwechslung tut halt der ganzen Sache nicht gut, aber irgendwo sind wir halt auch in unseren Möglichkeiten einfach eingeschränkt, weil wir halt ganz wenig andere Sachen spielen können, ganz wenig andere Sachen machen können mit diesem Internet, was halt auch limitiert ist, Tag für Tag. Von daher müssen wir, muss ich nicht, aber ich werde es trotzdem so weitermachen. In dem Spiel. Und muss dann einfach gucken, dass wir einfach fußballerisch und die Freude so rausspielen können. Das klappt ja auch in gewissen Situationen. Ein Spiel hat man dabei, was irgendwo ab der 60. auf einmal umgekippt ist und haben wir Weltklasse gespielt. Aber es war dann auch irgendwie alles, was wir heute Abend so einen richtig guten Fußball gezeigt haben. Mehr kam dann auch nicht. Viel Spaß wünsche ich allen Beteiligten gleich beim Football, beim Super Bowl. Mir natürlich auch. Bis morgen Abend ab 10. Let's go, Chiefs!